Okay, in dem Video zeigen wir einmal, wie man eine weiße Grundsoße kocht. Und zwar werden wir hier draus eine weiße Grundsoße kochen. Da fängt man an mit einer Mehlschwitze. Das Wort ist, finde ich, nicht so schön, sagt aber, ist sehr einfache Sprache, ne? Mehl, was man anschwitzt. So, jetzt haben wir hier Butter, die ist heiß und flüssig. Und jetzt kommt das Mehl da rein. Und das gibt es auch in ganz vielen Varianten in der europäischen Küche. Also es gibt es in Frankreich, da heißt das Roux. Dann gibt es eine Abwandlung später, die Béchamel-Soße, die viele kennen, die man ja auch in der Lasagne verwendet, also in der italienischen Küche. Und in Deutschland hat die halt diesen Namen Mehlschwitze, der jetzt, finde ich, nicht ganz so elegant klingt. Aber er beschreibt im Prinzip das, was passiert. Also man schwitzt dieses Mehl an und dadurch, dass das Mehl erhitzt wird, bindet das Flüssigkeiten. Und das hat jetzt einmal, kann man noch ein bisschen mehr Mehl, wir brauchen das nämlich, wir leiten das ab zu einer Soße für Königsberger Klopse. Und jetzt wird es angeschwitzt. Und wenn das so ist, jetzt haben wir keine Klümpchen, dann kommt Milch dazu. Man kann, es gibt auch Rezepte. Und jetzt sieht man nämlich, wie das Mehl das wirklich richtig dick und klumpig macht. Und da gibt es auch Rezepte, da, wo, da verwendet man Weißwein dafür. Ja, jetzt stickt das schon richtig an. Jetzt merke ich, die Milch reicht gar nicht. Ich würde mal fragen. Ralf, kannst du mal eine Milch aufmachen? Und wir nehmen jetzt für was Säuerliches, das kommen ja später eh Kapern in die Soße, also nehmen wir das Kapernwasser, weil das auch so süß-sauer ist, salzig-sauer. Das hätte man sonst abgießen können. Das gießen wir einfach mit da rein. So, und jetzt noch mehr Milch. Wir brauchen ja viel Soße hier. So, jetzt rühren wir. Kann ich jetzt schon ein bisschen Salz dran machen, nicht so viel, weil, wie gesagt, viele Kapern dran kommen. Und jetzt haben wir gleich, rühre ich die ganze Zeit, dass diese ganzen kleinen Klümpchen weggehen. Und jetzt hat man hier ein, das Video ist einmal gut, um zu sehen, dass es einfach verschiedene Bezeichnungen für ähnliche Soßen gibt, aus unterschiedlichen Ländern. Das ist die weiße Grundsoße und am Ende kommt das auch in das Lernpaket, wo verschiedene Spezialitäten vorgestellt werden, weil Königsberger Klopse ist auch ein Hackfleisch, ja, also sind Frikadellen sozusagen, die gekocht werden und das kommt dann auch schon wieder aus einem anderen Teil von Europa, obwohl wir die Zutaten alle kennen. Alles klar. Das ist im Prinzip die fertige Soße. Jetzt kommt noch ein bisschen Muskatnuss und ein bisschen Pfeffer dran. Und wenn wir es am Ende auf dem Teller anrichten, dann zeigen wir es Ihnen. Danke. In dem folgenden Video zeigen wir einmal Königsberger Klopse. Also Hackbällchen, die nicht gebraten werden, sondern in einer Flüssigkeit gegart. Und dafür haben wir hier die Klopse schon fertig. Die sind gemacht aus Hackfleisch, aus Rind und aus Schwein, also gemischt. Man kann die aber auch nur mit Rind oder nur mit Schwein machen. Das ist jetzt gemischt. Und dann sind die im Prinzip gewürzt wie eine Hackfleischmasse, also mit angebratenen Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen Semmelbrösel, Ei, Salz, Pfeffer, Senf. Und dann werden die in einer Brühe gegart oder in einem Wasser. Und Herr Hartwig richtet jetzt mal den Teller an für Königsberger Klopse. Das Besondere ist nämlich dann hier die Soße, eine weiße Grundsoße, da haben wir das Rezept auch mal gezeigt und dazu kam da noch Kapern mit rein, genau, die richten jetzt unten an, dann kommen da die Klopse drauf. Wir haben auch ein bisschen von der Brühe am Ende noch in die weiße Grundsoße mit eingerührt. Der Geschmack da auch noch ein bisschen da ist und dass sie nicht ganz
so sahnig ist, sondern auch ein bisschen leichter durch die Brühe. Jetzt gibt es da Salzkartoffeln dazu. Und was dann noch klassisch ist, ist rote Beete. Gibt es manchmal als Salat. Wir haben die jetzt hier im Ofen gegart. Genau, machen da noch ein bisschen die Soße drüber. Und auch von den rote Beete Stücken her hat. Ich kann sie auch 4-5 verteilen, darum geht es ja eigentlich. Das ist dann Geschmackssache. Ob man die als Salat haben will oder jetzt hier als warmes Gemüse. Wunderbar. Dann haben wir hier einmal Königsberger Klopse. Vielen Dank.